Hey und willkommen hier zur zweiten Folge zur Crafting Challenge. Ich bin Daniel von SimFans.de. Nach der ersten Folge, wo wir hier gestartet sind, geht's heute weiter mit unseren Sims. Wir sind hier schon am Abnippeln. Ja, ein bisschen noch waschen, ein bisschen Zähne putzen. Machen wir hier nochmal weiter hier. Ja, haben wir letztes Mal hier stehen geblieben. Ja, die sind total müde. Wir haben kaum was zu mampfen hier auch noch. Nur so ein bisschen was hier irgendwie gefunden letztes Mal. Wir müssen noch ein bisschen suchen hier nach Essen. Und du dann auch, bitte, komm mal hier hin. Alle Sims, ja, die muss ich direkt steuern. Die machen nichts von selbst. Und es wäre, glaube ich, nicht so schlecht, wenn ihr am Ende auch nochmal aufs Klo geht. Aber wir gucken da mal. Summer und Romeo sind das. Falls ihr auch mitmachen wollt, könnt ihr das tun. Dazu bitte das erste Video angucken. Die Regeln findet ihr als PDF auch in der Videobeschreibung. Oh ne, das war's mit Romeo. Oh, shit. Komm. Frau muss nach Essen suchen hier. Yay! Mädchen, das ist heute deine Mama. Was macht denn die hier? Hallo. Und Nico ist auch da. Hey, das ist jetzt aber wirklich mal Zufall, ja? Ich hab die hier nicht hergerufen. Ganz ehrlich und schon müde. Eieiei. Ja, wir haben noch kein Bett. Und wir dürfen auch kein Bett kaufen, selbst wenn wir das Geld hätten. Denn man darf nur das kaufen, was man nicht selber herstellen kann. Also Betten kann man selber herstellen. Ja. Zusammen ein Gericht nehmen. Mach das mal mit deiner Gruppe hier. Oh, ich will aber hier was Vegetarisches haben. Jetzt auch noch hier wellerisch sein, oder wie? Sag mal, komm, nimm mal ein Gericht hier zusammen. Hey, Party hier, Manuel Neuer ist auch da. Was denn du hier? Ich bin nicht gar nicht Manuel Neuer, vielleicht bin ich ein Sim. So, Eltern. Ja, Mädchen, du wolltest kein Star hier sein, ja? Unfaires Leben jammern. Ja, ich wollte nie ein Star sein, sagt sie ja. Für alle die hier, die Staffel angeguckt haben, ich werde berühmt. Nico und Lena, das sind die Eltern. Und die sind hier, ja. Stars. Hoffentlich stirbt sie nicht, oder? Nein, bitte nicht. Ah, was? Die stirbt nicht hier, oder? Ja, ich weiß noch nicht. Da müssen wir mal gucken. Eieiei. Sag mal, lass mal hier den Romeo auch noch was übrig. Teller ist ja schon leer. Ich dachte, da gibt's für beide was. Naja, gut. Ah, nee. Jetzt hast du den weggeschmissen, den Teller. Romeo hat nichts mehr bekommen. Hast du doch schon alles aufgemampft, du Nudel. Na, such mal selber nach Essen. Hey, Nico, weg. Unser Müllcontainer. Unser Müllcontainer, Nico, weggehen, bitte. Verschwinde. Wir müssen Essen suchen, wir sterben sonst. Puh, ich weiß nicht, ich hoffe, das klappt. Ihr könnt übrigens eure Erfahrungen teilen mit dem Hashtag Crafting Challenge. Ja. Da hast du was hier, guck mal an. Verdorben. Eieiei. Hummergericht. Dann nimmst du es trotzdem mal. Ich hoffe, wir werden nicht krank hier. Oh oh. Mülltaucher, mag er nicht. Romeo, der kleine Schmutzfink, hat einen unglaublichen Schatz gefunden, aber irgendwie fühlt er sich jetzt ein wenig unwohl in seiner Haut. Ja, das ist schon ekelhaft. Überleg mal, so ein Hummer, so ein Vergammelten. Ich glaube, die sterben uns hier weg an Lebensmittelvergiftung. Ja, oieiei. Es gibt hier nichts mehr zum Sammeln. Das heißt, wir müssen dann gehen, du. Müssen wir ein bisschen warten. Ja, das ist echt schwierig jetzt. Wirklich schwierig. Wir können mal unser Inventar hier leeren. Und zwar können wir den Farbstoff hier doch mal verkaufen. Dass wir unser erstes Geld hier bekommen. Ja. Oh, irgendwas rumpelt im Magen. Ja, mit Fleisch hat er gegessen. Ganz genau. Kannst du das hier mal aufräumen? Oh ne, jetzt schläft er wieder ein. Eieiei, man darf keine Pizza bestellen hier. Nix. Nix gibt's hier. So, sag mal, wir gehen nochmal auf Klo. Wir gehen nochmal auf Klo und machen nochmal ein bisschen Hygiene hier. Zum Glück bist du ja unser Recycling-Kind. Da haben wir ja ein bisschen Glück noch mit dir. Da muss man echt so sagen. Weil Recycling-Fan, da ist es nicht so schlimm, wenn die im Müll tauen. Hier, die machen Paparazzi-Fotos. Schon wieder Presse hier, ja? Hey, Nico, guck mal hier hin hier. Nee. Eieiei, armes Summer. Macht Daniel schon wieder mit seinen Sims. Alles beim Alten, ne? Im normalen Let's Play dürft ihr auch nie aufs Klo. Romeo, was machst du? Gehst du auch nochmal hier ins Bad? Ah, du spülst es ab. Ist okay. Hände waschen, Zähne putzen.
Und dann gehst du auch nochmal auf Klo. Übergeben kann das sich hier. Oh, dann machen wir das gleich. Ja. Nochmal Hände waschen danach, bitte. Sondern du musst sie nicht übergeben. Sag mal. Nee, ne? Alles gut. Wie ein Champion pieseln. Und dann auch nochmal Hände waschen, bitte. Hände waschen, bitte. Dann gehen wir mal wieder zurück zu unserem Grundstück, denn wir sollten auch craften bei der Crafting Challenge, weil wir müssen ja unsere Fähigkeiten hier hochkriegen, ja? Ich habe mir gedacht, unser Romeo, der beginnt hier mal mit der Werkbank. Oh oh, hört sich nicht so gut an. Und unsere Summer, die soll vielleicht auch ein bisschen mit der Herstellung dann auch beginnen, aber das können wir hier nicht so wirklich machen, wenn das Gemeinschaftsprojekt hier nicht das Fertigungsareal wird. Deswegen stimmen wir da nochmal ab und geben unsere Punkte aus. Damit wir hier ein schönes Grundstück bekommen. Ja, wo wir dann auch wirklich was craften können. So, sag mal, auf. Bevor du wieder einschläfst. Eieiei. Aber selbstsicher sind die, ne? Weil Zähne geputzt hat. Ja. Was ist das mit den Schatten? Das ist ja wieder komisch. Wir haben immer mal wieder komische Bugs hier. So. Es wird hier wieder eine lange Nacht. Wenigstens nimmt sie ja den Hinterausgang. Sehr selbstsicher. Ja, darfst du auch sein, du, was wir alles geschafft haben. Also wir machen auf jeden Fall mal hier... Oh, was müssen wir denn machen hier? Moderne Entwicklung, Förderung der kreativen Künste. Malen, fotografieren, fabrizieren. Das heißt bei uns herstellen, aber egal. Sonnenkollektoren, wir machen mal das da. Ja, ich wollte aber eigentlich für das Gemeinschaftsflächenprojekt hier abstimmen. Oh, jetzt haben wir auch noch schönes Licht hier. Schöne Nacht. Liebestag war grauenhaft. Ja, wir haben andere Prioritäten. Hm. Also wir stimmen hier auch nochmal ab fürs Fertigungsareal. Wir hauen da unsere Punkte vollends raus. Damit es das auf jeden Fall wird. Und dann gehen wir mal zurück zu unserem Startergrundstück. Bitte darum. Ja. Oh, Fernsehen gucken, ja, das wär's jetzt, ja. Eieiei. Ja, die Regeln, also man darf nur Geld verdienen durch die Sachen, die man selber sammelt oder herstellt und ja, durch den Verkauf dann von dem Zeugs eben. Und das ist schon heftig, das ist schon heftig. So, können wir was erstes hier basteln? Können wir ja machen, oder? Messerblock, Pferdeskulptur, wir machen mal Pferde hier. Machen mal Pferdchen hier. Komm, oh, nicht einschlafen, oh no. Oh, das war schon wieder. Ja, wo können wir denn schlafen? Ich meine, wir können uns bei Nachbarn hier ein bisschen durchschnorren, wenn ihr wollt. Schmeißen uns aber bestimmt gleich wieder raus. Ja, eigentlich heißt es Selbstversorger. Eigentlich nicht hier von anderen. Eieiei. Das ist wieder mal eine Fail-Folge. Das ist wieder mal eine Fail-Folge. Ja. Ich sehe schon die Kommentare, Daniel, gebauen. Das wird nichts mit Let's Play. Nee, das wird, glaube ich, echt nix. Eieiei. Wir haben keinen Strom und kein Wasser. Auch nochmal eine fette Challenge-Regel. Ja, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Oh, man sollst ja auch noch die Kinder kriegen, ja? Das sollst du ja auch noch. Auf. Was ist das wieder für ein hässliches Grundstück? Also die Grundstücke, die haben sie irgendwie nicht so schön gemacht, ne? Haben sie wieder gepfuscht, zeige ich euch. So, du brauchst ein bisschen Spaß. Was können wir denn machen außer am Handy spielen? Ja, das ist ein bisschen schlecht, du, ne? Du musst am Handy spielen. SMS schicken. Hier, schreib mal deiner Mama. Sag mal, ja, hallo. Voll blöd. Einladen, abzuhängen. Da kommt keiner. Oh, nee. Wenn wir da jetzt anrufen, die hassen uns ja dann, ne? Man könnte auch nochmal hier ehrenamtlich tätig werden. Das gibt auch immer gute Stimmungen. Ja, in die Schule geht's ja auch nicht. Spiel spielen, das kannst du mal machen. Ja, Spiel spielen ist erlaubt. Sandy hat einen unerschöpflichen Akku bei uns. Hey, oder? Das wird hier, da sage ich dir mal was. Das kriegen wir hin, du. Kriegen wir das hin? Mr. Craft hier, Mr. Crafting. Ja, aller Anfang ist wirklich schwer. Ich glaube, später wird es ein bisschen einfacher, wobei wir dann auch echt ein Haus bauen müssen. Das ist noch heftig.
Das ist, wird noch richtig heftig. Wir dürfen uns leider keine Betten und Couches und so kaufen. Ja, weil das hier die Challenge-Regel ist, weil man das selber herstellen kann. Könnte, theoretisch. Komm, schnell nochmal herstellen, bevor du wieder umkippst. Ja. Eieiei. Was machen wir denn mit euch? Irgendwo müsst ihr ja schlafen. Ich kann euch eigentlich immer in den Müllcontainer hier schicken, da, ne? Müssen wir mal gucken, was der Müllcontainer kostet. Weil das wäre schon so ein gutes Objekt. Mülltonnen, ja. Um das hier auf dem Grundstück zu haben. Aber 540, das können wir uns nicht leisten, habe ich mir schon gedenkt. Mit Strom ist alles mal nichts. Da müssen wir nochmal gucken, was haben wir denn noch? Haben wir noch irgendwas hier? Da haben wir noch was zum Verkaufen. Bringt nur 20 leider. Müllkomposthaufen kannst du nicht verkaufen. Kannst du nichts verkaufen hier, ne? Tagebuch kannst du verkaufen. Aber das machen wir aber nicht. Schreib mal hier was ins Tagebuch. Das Tagebuch was schreiben hier. Liebes Tagebuch. Kann dich nicht mal hinsetzen. Hier kannst du das nur im Sitzen machen, oder wie? Ernsthaft jetzt? Mann. Braucht man eine Tischoberfläche. Da haben wir die erste Skulptur. Können wir auch jetzt auf Blobsy anbieten. Also die ist hier 20 wert, aber wir gucken mal, ob wir die für 10? Aber wieso nur für 10? Ich will dafür mehr anbieten. Das kostet mich 10, um das anzubieten. Wir probieren es mal aus. Oh no. Kannst du nicht uns mal, das ist also dieser Magier da. Können wir dir nicht mal hier sagen, kannst du mir nicht mal so einen Energiezauber hier geben oder was? Ich glaube, der hat keinen Bock. Okay, naja, gut. Wieder hier, also todmüde hier. Das ist die todmüde Folge. Und es ist keine Besserung in sich. Echt schlimm. Pferdeskulptur fortsetzen. Hast du das jetzt auf Blobsy angeboten? Mach's denn mal, genau. So. Mal gucken, ob sie jemand kauft, bitte. Keine Angebote, noch keine Käufer. Kauft meine Holzstruktur. Ist ja zu unwohl. Das hilft leider nichts. Wie kommen wir jetzt zu Geld? Wir müssen nochmal zurück zu den Müllcontainern. Wieso haben wir hier in dieser Nachbarschaft keine offenen Müllcontainer? Die gibt es nur auf dem Grundstück hier. Das ist ja mal wieder blöd gemacht. Wir könnten mal woanders hinreißen. Wir könnten... Da gibt es auch keine, ne? Alles nur Dekomüll. Wir könnten nach... Hier ist auch nichts, oder? Gibt es hier einen Müllcontainer? Wisst ihr das? Nee, ne? Wir können schon mal reisen. Müssen wir, glaube ich. Dann könnte man dort auch ein Nickerchen machen. Das ist auch noch die Möglichkeit. Beim Müllcontainer können wir einmal Sachen hier recyceln oder finden. Und andererseits... Komm, wir gehen mal hier zur Bar. Da gab es einen. Und andererseits, könnte man dann damit auch dann drin schlafen, bisschen zumindest, und recyceln. Wäre ganz gut, so ein Müllcontainer. Was hast du dir als erstes gekauft? Ja, Müllcontainer. Wir haben noch die Sachen im Haushaltsinventar, die könnten wir uns noch angucken, die Summer gefunden hat im Müllcontainer. Das darf man auch nicht vergessen immer, ja. So, Romeo, jetzt guckst du mal hier schnell. Gibt nix hier. Nix. Dann machst du ein Nickerchen, komm. Sag mal, komm auch mal hier hin. Hier hinbringen. Muss dich kümmern. Komm mal hier hin. So. Wir gehen mal. Ah, da darfst du auch nicht. Haben wir da nochmal? Da haben wir nochmal einen irgendwo, glaube ich, oder? Da hinten war. Hier ist noch einer. Ja, komm, kommst du da noch hin? Komm, ein bisschen im Schlafen. Bisschen schlafen. Füllen sich wieder auf, die Müllcontainer. Schaffst du das noch? Eieiei. Romeo schläft da hinten. Vorbei am schönen Leben in der Container-WG. Ja, alles tabu jetzt hier. Selbstversorger. Eieiei. Eieiei, wenigstens das Wetter ist schön. Oh, jetzt kann man hier auch noch wühlen. Aber wir müssen erstmal schlafen. Ja, viel Energie bringt das hier auch nicht, wie ich sehe, ne? Ist nicht sehr bequem und erholsam. Oh, Summer, was macht der Daniel mit dir? Spaß ist auch im Keller. Komm.
schnapp dir einen Müllcontainer am Fuße des Robots, des Mechers. Da können wir auch hin zum Recycling. Ja, mal gucken, ob wir da was finden. Ja, So. Eieiei. Kaffee ist nicht, Bett ist nicht, nix ist hier nix, ne? So, Romeo, wie geht's, wie steht's? Oh, der biegt sich hier schon. Nochmal eingeschlafen, neue Runde, komm immer mal schnell. Ist heftig, oder? Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr auch schon so weit gespielt? Eieiei. Blub, blub, blub. Ja. Das haben wir natürlich im gelben Container, ne? Passend zum Oberteil. Hey, sag mal, fände es cool, wenn so unsere Gruppe Glee-Ladies hier mal trinken. Nein, danke. Nickerchen machen. Essen? Ja, danach müssen wir am Essen wühlen. Nach Essen wühlen. Und du hast jetzt genug geschlafen. Du machst jetzt nach Essen wühlen, bitte. Ein Schlafplatz für unseren Romeo. Ja. Oh, jetzt bist du aber wieder fit hier. Und traurig ist er auch wegen romantischer Tag. Ihre Scheiße, ne? Ja. Hast du was gefunden? Gibt's was? Ja. Nur ein Schlafplatz, oder? Aber eine Avocado hat er gefunden hier. Dann macht er nochmal ein Nickerchen, können wir nämlich nichts mehr suchen. Noch keine Käufer. Und ich kaufen die das bald. Holla. Was guckst denn du schon wieder so, ja? Du Gaffer, du Alter. Was ist das da mal? Ich meine auch immer wieder ein bisschen schneller. Ja. Wir müssen selber danach gucken. Wir dürfen nicht einfach zu Nachbarn hier. Oh wow, Vicky's Vampire Magie möchte den Artikel Hengst. Weithergeholt auf Blobsy erwerben. Wenn du den Verkauf zustimmst, suche das Objekt Hengst im Inventar und schicke es zu deinem neuen Zuhause. So mal nach Essen und dann nach Einrichtung. So, was bietet die uns denn? 67, oder machen wir du? Kann man nicht jetzt hier, wieso geht das nicht? Suche das in deinem Inventar und. Was muss ich machen jetzt? Erneut anbieten? Dann müssen wir das im Briefkasten verkaufen, oder? Wahrscheinlich. Aber wir gucken nochmal, ob wir nochmal was finden dürfen. Nochmal nach Einrichtung wühlen. Oh, das sieht schon wieder aus wie die Sau, du. Ja, armer. Sag mal. Sag mal, hier nochmal gucken hier. Geht nicht. Hey, was willst du? Ja, das ist Gemeinschaftseigentum. Sie können das nicht immer beanspruchen. Andere wollen auch im Müll wohl wühlen hier, nach Baseballs und so. Gibt's nicht. So, oder war ich zu langsam jetzt? Mach nochmal nach Einrichtung. Wir hoffen mal, dass wir nochmal was finden. Dann nochmal nach Essen. Sag mal, kann nichts mehr suchen hier, oder? Der muss wieder aufgefüllt werden. Oh, ich hab schon viel Hunger. Ja, wir sollten vielleicht auch mal was anbauen, Mädchen. Kann ich immer alles essen, was wir hier, Das ist die Schwierigkeit jetzt, ne? Recyclingmaterial. Unsere Bohnen sind, glaube ich, schnell fertig, ne? Avocados brauchen, glaube ich, ewig. So. Na, Essen wühlen. Guck nochmal. Hier, einen Salat hat er gefunden. Hast du auch schon viel Hunger? Ja. Na, iss mal du den Salat. Und gib mal der Summer dat die Avocado. Dann kriegst du nämlich die Avocado. Beides vegetarisch. Ja, hier ist auch schon leer jetzt, ne? So. Wollt ihr nochmal rumschmusen zum Abschluss? Oh. Jetzt haben wir da nochmal was. Essen nochmal will. Oh, ich mag mein Müll. Ja, laber mich nicht zu. Ich muss ja gucken, ja? Vielleicht findest du ja ein Bett hier drin, ja? Das wäre ideal. Das wäre der Lotto-Gewinn. So, was haben wir jetzt? Sehr angespannt. Oh, die fehlt echt der Spaß hier jetzt, ne? Hattest du keinen Spaß hier rumzuwühlen? Oh, was zum Anpflanzen, Mädchen. Kriegen wir so fertig Asia-Hühnchen von der Bäh. Wie geht's?
the Nevi. Okay. Haben wir hier noch Soja? Dann war doch irgendwo hier Soja hier, da. Soja, Wachs sammeln. Ja gut, Wachs sammeln können wir gut. Gibt's da keine Pflanzen da irgendwo? Gibt's hier nicht noch irgendwas anderes zum Sammeln? Ich hab so alles schon schön grün gemacht. Gibt's nichts zum Sammeln hier? Alles nur Deko-grün. Hier gab's da irgendwo auch noch Sojapflanzen, oder nicht? Also wieder sehr unübersichtlich geworden hier. So ein tolles Wetter. Eieiei. Ja, das ist nicht so easy wie easy. Hier, guck mal, hier gibt's noch was zum Graben. Sag mal, du bist näher. Hol mal hier noch was zum Graben. Schlaf mir wieder alle ein, was wir das haben. So. Und nach Einrichtung, nach Essen. Wir brauchen noch mal ein paar Zutaten. Das gibt's doch nicht. Ja, halt voll die Müllfolge. Hi. Ist die Challenge zu schwer? Jojem. Jojem. Oh, ein Eis. Oh, wie schön. Ein himmelblau Eishörnchen. Und das kannst du mal essen. Ein Eis im Müll. Das ist wieder typisch Sims-Logik, ne? Oh, du Armer. Kriegt er hier ein Eis? Ja, das ist ja mal toll. Das hätte ich auch gern, du. Aber nicht aus dem Müll. Aber dass das noch hier so fest ist. Oh, Brain Freeze. Oh no, Brain Freeze. Oh. Ja. Du mampfst den noch. Ja, du armes Mädchen. Oh. Oh je. Ich kann dich doch nicht so angucken hier. Oh, ne Summer. Oi. Eieiei. Ein Summer Girl hier. Komm mal, schönes Greenies von dir. Oi. Schöne Challenge Greenies sind das ja eher, ne? Oje. Wie siehst du denn aus? Boah. Ja, was mache ich mit meinen Sims hier? Unglaublich. Unglaublich. Oh, die haben es echt wieder scheiße gemacht. Guck mal, hier ist auch, kann man sogar durch den Boden gucken. Leute, das ist nicht euer Ernst hier. Wisst ihr was mit der Qualität hier von meinen schönen Sims-Packs? Oh, da läuft die Stella rum. Hallo. Hallo, Stella. Studium abgeschlossen oder was hier? Endlich mal. So, ding, 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 ding. Go, 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 go. Go, go, go. Graben, graben, graben. Graben ist immer gut. Da kommen immer gute Schätze hier raus, oder? Na, schon wieder nur so ein blöder Stein da. 50, immerhin. Ja, wir gehen jetzt nach Hause. Wir müssen jetzt nach Hause gehen. Weil wir ja jetzt Sachen einpflanzen müssen, sonst wird das nichts mehr. Ja, oh. Ja, echt heftig, ne? Ich hoffe, ich krieg die beiden so über die ersten Level jetzt mal hier gewuppt. Dass wir uns erstmal selbst versorgen. Ja, Selbstversorger-Challenge auch, auf Deutsch genannt. Und deswegen gucken wir mal, dass wir das jetzt hier mal einpflanzen. Kann man das einpflanzen? Hier. Pflanzen, das musst du mal machen jetzt. Romeo, komm auch mal hier hin. Dann gucken wir jetzt nochmal zum Abschluss, was wir zumindest nochmal im Haushaltsinventar haben. Weil da darf man ja verkaufen. 640 hier ist sehr gut. Also gut, verkaufen. Und Kaffeetisch haben wir. Kaffeetisch ist nicht relevant. Könnte man den wieder, könnte man recyceln, aber wir haben noch nichts. Wir brauchen jetzt erstmal Geld, bevor wir uns Teile holen. Ja. So. Und jetzt können wir uns einen Müllcontainer kaufen. Was kauft man sich zuerst? Mülltonne. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, aber ich glaube, es wäre ganz praktisch. Wir nehmen uns so eine schöne, verratzte hier, oder? So eine weiße, die ist cool. Machen wir das so. Die stellen wir jetzt ein bisschen an den Rand. Das sieht das aus, als wenn das hier öffentlicher Müllcontainer wäre. Dann denken die mal da, was haben die denn da auf dem Grundstück? Ja, und das ist wahrscheinlich auch noch leer hier, ne? Sag mal, rumschmusen. Wertstoffe aussortieren. Da gibt's noch nichts. Müssen wir warten. Oh, ich stink jetzt hier, aber komm, gieß mal. Geht nicht? Fühlst du dich so unwohl, um das zu gießen? Du bist aber auch verzogen, du.
Soja-Ding kann man nicht einpflanzen, ne? Da müssen wir die Pflanze da eigentlich. Habe ich mir schon gedacht. So, und die ziehen wir mal. Das ist auch so ein kleiner Tipp vielleicht für euch. In den Mülleimer rein und nicht ins Waschbecken. Damit man, damit hier wieder aufgefüllt ist, ja. So, wir können mal, nach Essen hier nochmal wühlen. Und nach Einrichtung. Aber Summer macht das. Nach Essen wühlen. So, Romeo, du machst ja weiter. Ja, wir müssen jetzt erstmal gucken, ob wir das mit einem Blobsy hier... Ja, über Blobsy versenden. Sehr gut, dann machen wir das. Komm, schick deine Pferdeskulptur der ersten neuen Besitzerin. Das ist ein Unikat, seine erste Arbeit. Ja, jips, hier, erstes Geld. Jetzt wird's hier langsam. Nee, nicht verwerfen, du musst weitermachen. Aber kannst nicht, weil du müde bist, ne, und pieseln musst. Ui, und duschen. Und alles. Klo. Wir müssen nochmal Essen suchen. Aber wir sind doch noch nicht über dem Berg. Spaghetti verdorben. Aber Hunger ist gut. Das können wir noch aufbewahren hier. Hunger ist sehr gut. Wir bräuchten eigentlich so ein paar Samen, Summer. Müssen wir mal in eine andere Welt gehen. Summer hat folgendes gefunden. Ein Butternut-Gnocchi. Ah, nee. Dann guck nach Einrichtung. Ja, wird nicht besser, du, beim Vollstarren. Wie heißt das? Durch Starren wird es nicht besser. Sojawachs sammeln können wir hier immerhin auch nochmal. Nicht so weit entfernt. So. Ja, Farbstoff. Immerhin 10. Oh, ja, gut. Kann man Farbstoff nicht auch auf Blobsy verkaufen? Schlechte Farbstoffe kann man auch auf Blobsy. Nein, nicht. Verkaufen. So. Jetzt wird's bunt. Naja, bunt wird's nicht. Wir verkaufen das Zeug. So. Jetzt ist natürlich wie immer die Frage, was darf man sich denn kaufen? Ja, das ist so wirklich blöd. Aber man darf sich ja nichts kaufen, was man selber herstellen kann. Aber wir können mal gucken, weil so Elektronik kann man oft selber nicht herstellen. Man könnte sich ja so einen Pinguin-Fernseher hier holen. Einen günstigen. Der ist nämlich sehr günstig, der Stalker-Pinguin. Und damit wir da so ein Spaßobjekt haben. Aber wir haben noch gar keinen Strom mehr, gerade. Scheiße. Oh nee. Was machen wir denn jetzt? Habt ihr Ideen, was man sich kaufen könnte hier für den Start, was man nicht selber machen kann? Eieiei, das wird echt heftig. Vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier im Let's Play Crafting Challenge. Oder jetzt noch bei einem anderen Video eurer Wahl, falls ihr noch mögt. Ganz viel Spaß. Danke euch. Ciao.